Hallo ihr Lieben aus unserem Zuhause in Bayern. Ich versuche euch mal in Worte zusammenzufassen, was sich die letzten 10 Tage in etwa ereignet hat. Wir sind letzte Woche Montag gegen Mittag hier angekommen. Große gemischte Gefühle. Erst ist eine Kind krank geworden, dann war die Kleine total unruhig und gefiebert, weil sie kannte das ja gar nicht, dass wir zum Beispiel in einen anderen Raum gegangen sind und für sie waren wir dann weg und das war total schlimm für sie, weil sie das überhaupt nicht kannte, weil wir immer in diesem kleinen Wohnmobil zusammen waren oder eben draußen zusammen. Ja, dann hat sie zusätzlich noch einen Zahn bekommen. Also das war eine große Brandweite und dann war ich verschnupft. Bin immer noch leicht verschnupft, aber geht schon besser. Ja, was ist passiert? Uns wurde an einem Tag, ich müsste jetzt nochmal fragen, welche Tage das waren. Und wow, es stürmt draußen. So, Dienstag haben wir dann von meinen Schwiegereltern ein Angebot bekommen, dass sie, falls wir ein größeres Mobil bekommen sollten, dass sie uns das Geld erstmal für den Übergang zur Verfügung stellen würden, dass, wenn wir Bubbles noch nicht verkauft haben, das Geld aber brauchen, weil wir was Perfektes gefunden haben, dass wir das schon haben und dann, wenn wir Bubbles verkauft haben, ihnen das zurückzahlen. Da haben wir gesagt, hey, super, cooles Angebot. Jetzt muss ich ein bisschen zurückrudern, denn wir hatten gesagt, idealerweise zum Weiterreisen bräuchten wir natürlich ein größeres Mobil. Und dann hatten wir so ein paar Dinge, die wir uns gewünscht haben, über die wir gesprochen haben. Zum Beispiel wollten wir ein Heckbett und eine Alkoven haben, eine extra Dusche, super, eine Küche, die ein bisschen größer ist. Marco hatte sich dann bei Armin und Bettina total in diese Heckgarage verliebt, die fand er richtig toll, war aber kein Muss. Und ja, und dann waren natürlich andere Sachen, die wir auf den Reisen jetzt sehen durften. Zum Beispiel einen Außengasanschluss bei der Hitze, wenn man dann draußen kochen kann und die Hitze nicht im Wohnmobil sich staubt beim Gaskochen, wäre natürlich schon nice. Oder eine Außendusche wäre natürlich auch ganz cool, ne? Also so ein paar Dinge, so was wir als Schnickschnack gesehen haben, kann man ja dann irgendwann mal nachrüsten, wenn man längerfristig reisen möchte. Und genau, also um das mal so festzuhalten. Da hatten wir drüber gesprochen, haben gesagt, wenn sich sowas findet, wäre das super. Wir haben aber auch eine Summe genannt, das dürfte nicht über dieser bestimmten Summe sein, was wirklich nicht hoch war, um so ein großes Mobil zu finden. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht krampfhaft danach suchen, es muss uns finden und dann wird es das Richtige sein. So, mit diesem Wissen erzähle ich euch dann, was nach diesem Dienstag letzte Woche passiert ist. Und zwar, Dienstag hatten uns Markus' Eltern dieses Angebot gemacht. Mittwochabend, ist er dann in die Facebook-Gruppe gegangen, die er von unserem Vorbesitzer unseres Bubbles empfohlen bekommen hat, ist da reingegangen und plötzlich tauchte ein Post auf, der ihm gezeigt wurde von einem Wohnmobil, von einer Familie, die jetzt auswandern wollen und dem schnellstmöglich loswerden wollen, zu genau der Summe, die wir gesagt haben, die wir Maximum zahlen würden. Das Ding ist aber mindestens das Doppelte wert. Und es hatte alles, was wir uns gewünscht haben. Heckgarage, hinteres Bett, Alkoven, größere Küche, Dusche, große Sitzgruppe, Platz für alle, eine Heckgarage, den Gasanschluss, Außendusche und so, so viel mehr. Und es steht hier in Österreich nur 3,5 Stunden von uns weg. Ich habe gesagt, mein Bauch hat Schmetterlinge geschlagen, schreib den sofort an. Gesagt, getan. Er hat den sofort angeschrieben, hat gefragt, wann wir uns den angucken kommen können. Ich habe gesagt, das ist so perfekt, genau für diese Summe, alles, was wir haben wollen. Und wir sind gerade genau da, um uns den anzugucken. Und er hat den angeschrieben, er hat sofort sich gemeldet, dass er Frühschicht hatte, das hätten wir nicht geschafft. Und nachmittags war der arbeiten. Also haben wir gesagt, Samstag, wie schaut Samstag aus? Und er hat gesagt, jep, kommt vorbei, schaut ihn euch an. Also sind wir Samstag nach Österreich gefahren, hinter Wien war das. 3,5 Stunden haben uns das Wohnmobil angeguckt und als ich den gesehen habe, wie wir reingegangen sind, ich wusste sofort, das ist unser Wohnmobil. Gar keine Frage. Und er hatte noch so viel mehr coole Sachen da drin, die Marco gesagt hat, boah, geil, Hammer, wollen wir. Und ja, haben uns dann entschieden, dass wir den nehmen. Haben eine Anzahlung gemacht und die mussten natürlich noch alles ausräumen und so weiter. Und der war in Ungarn gemeldet, das heißt, es gab da so ein bisschen Schwierigkeiten. Marco ist dann den folgenden Dienstag, also jetzt diese Woche Dienstag, nochmal runtergefahren mit meinem Papa. Die haben einen Kaufvertrag fertig gemacht, haben das gekauft. Dann ist er mit den Besitzern nach Ungarn rübergefahren, hat den dort abgemeldet. Erstmal neu versichert und ein Überführungskennzeichen besorgt, dass wir jetzt hier 30 Tage nutzen können, um hier in Ruhe den TÜV zu machen und so weiter.
weil wir müssen nach deutschem Standard natürlich bestimmte Dinge zum Beispiel beim Gas nachrüsten. Und ja, das hat er jetzt am Dienstag gemacht, hat dann das Ding abgeholt. Mein Papa hat unser Auto dann wieder zurückgefahren. Und jetzt steht er vor der Tür. Seit gestern steht er vor der Tür. Wir sind hin und weg. Völlig verliebt. Die Kinder wollen sofort weiterreisen. Das können wir natürlich erstmal nicht tun. Wir müssen den ummelden. Wir müssen Bubbles fertig machen, verkaufen und so weiter. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wir haben ein neues Wohnmobil. Ein großes Wohnmobil. Ich bin noch immer noch hin und weg, wie sich das alles so perfekt für uns gefügt hat. Wir sind vor 2 Wochen wussten wir nicht, warum müssen wir zurück nach Deutschland. Jetzt wissen wir es. Wir sollten hier sein, um für den Post sofort rüber zu gehen, weil die Nachfrage war natürlich groß. Und ja, wir hatten Glück, dass wir den bekommen haben. Für diese Summe, wie gesagt, der ist das Doppelte mindestens wert. Und er hat gesagt, er hätte auch die doppelte Summe genommen, weil er sehr viel Liebe reingesteckt hat, der Vorbesitzer. Aber sie wollen halt los und haben gesagt, okay, dann, oh, ich muss mal abbrechen. Ja, aber genau, wir haben ein neues Wohnmobil. Ah!